Neues schaffen, gute Ideen nutzen, kreative Netzwerke knüpfen. In Frankfurt-Rhein-Main hat die Kultur- und Kreativwirtschaft Zukunft. Ein Ausrufezeichen ihrer kreativen Kompetenz. Der Gipfel des Art Directors Club findet zum ersten Mal in Frankfurt statt. Die Verleihung der begehrten ADC-Nägel bildete den Höhepunkt des größten Branchentreffens dieser Art im deutschsprachigen Raum. 4 Tage lang trafen sich Werber und Kreative, um die Besten ihrer Zunft zu küren, Kontakte zu knüpfen und Inspirationen zu sammeln. Um den Gipfel nach Frankfurt zu bringen, hatte ADC-Vorstandsmitglied Klaus Fischer sich die Unterstützung von Politik und Wirtschaft eingeholt, ein Konzept für eine hochkarätige diskursive Veranstaltung vorgelegt und mit dem Kreativstandort Frankfurt-Rhein-Main geworben. Also Frankfurt als Stadt und auch die Region und das Land hat uns massiv unterstützt, hat uns supportet in alle Richtungen, hat uns Wege geebnet, die wir in der Vergangenheit so nicht geebnet bekommen haben. Und das war eigentlich ein unglaublich gutes Ergebnis und es ist eine schöne Zusammenarbeit. Die Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge, die größte Kreativschau der Welt, lockte rund 10.000 Besucher in die Main-Metropole. Ein absolutes Novum des Gipfels in Frankfurt waren die Stadtgespräche. Die Top-Referenten, wie den legendären Designer Dieter Rams, mit dem überwiegend studentischen Publikum zusammenbrachten. So lenkte der Gipfel die Aufmerksamkeit auf eine Region, in der eine Menge kreativer Köpfe leben und arbeiten. So wie Mike Boucher. Der Kalifornier wollte während der letztjährigen Biennale den Traum von Eigenständigkeit und Individualität als kommerzielle Illusion entlarven. Mit der Installation eines im Kanal am Arsenale schwimmenden, typisch amerikanischen Einfamilienhauses in Originalgröße. Dass das Haus untergegangen ist, nahm Boucher mit Humor. Sicherte es ihm doch die Aufmerksamkeit der internationalen Kunstszene. Boucher arbeitet in einem großräumigen Atelier in Offenbach. Privat ging er in Frankfurt vor Anker. Frankfurt hat eine große Bedeutung für zeitgenössische Kunst. Alle bedeutenden Ausstellungen sind hier zu sehen. Es gibt ein sehr informiertes Publikum, Aussteller, Kuratoren, also eine tolle Kunstszene. Boucher selbst stellt ebenfalls in Frankfurt aus. In der Kunsthalle Schirn zeigt er ab dem 1. Juli Bauteile des untergegangenen Hauses in einer neuen Konstellation als Skulpturengruppe. Schwimmend oder im Raum schwebend. Auch wenn seine Reise in die Bukowina, einem Landstrich zwischen Rumänien und der Ukraine, die Initialzündung für die Erfindung einer paneuropäischen Popmusik war. Die musikalische Heimat von Stefan Hantl alias Chantel ist Frankfurt. Jetzt echt. Über 250 Shows zwischen Istanbul und Helsinki stehen pro Jahr in Chantels Kalender. Frankfurt ist da ein guter Ausgangspunkt. Frankfurt ist durch seine geografische Lage sehr, sehr gut verortet, weil man, wie gesagt, von hier aus sehr schnell international Anschluss bekommt. Und das andere, was ich immer sehr sympathisch empfinde, ist quasi die Internationalität der Stadt. Mit seinem multikulturellen Flair bietet Frankfurt immer wieder neue Inspirationen für einen der international erfolgreichsten deutschen Musiker. Seit sich ihr erstes Abenteuer Far Cry mehr als 2,7 Millionen Mal verkauft hat, gehören die Yearly-Brüder in der Games-Welt zu den ganz Großen. Die Erfolgsgeschichte von Crytek begann in Coburg in der fränkischen Provinz. 2006 folgte dann der Umzug nach Frankfurt. Wir haben davor mehrere Städte uns angeschaut und haben uns dann letztendlich für Frankfurt entschieden. Primär aufgrund der Internationalität der Stadt, der Infrastruktur der Stadt und sekundär, aber eigentlich jetzt immer mehr im Vordergrund, eigentlich aufgrund der schöne Freizeitmöglichkeiten, die die Stadt anbietet, Kulturangebote, die die Stadt anbietet. All das wirkt eigentlich, ist so nicht so, kommt nicht so hervor, aber man lernt es ein Stück für Stück kennen. Die Nachfolgeprodukte Crysis und Crysis 2 überzeugten durch Cutting-Edge-Technologie und grafische Innovationen. In der Frankfurter Zentrale von Crytek arbeiten 300 Entwickler, Grafiker und Programmierer aus 30 Nationen unter strengster Geheimhaltung bereits am nächsten Coup. Dan Reynolds wurde in diesem Jahr eine ganz besondere Ehre zuteil. Der für die Bad Homburger Firma Linotype tätige Schriftdesigner erhielt den deutschen Designpreis für seine Schrift Malabar. Das Besondere ist wahrscheinlich ihre breite Sprachunterstützung. Die unterstützt nicht nur unsere Sprachen, also hier in Westeuropa, Osteuropa, sondern auch die Sprachen in Nordindien, Hindi, Sanskrit, Marathi, Nepali. Der Deutsche Designpreis wird jedes Jahr im Februar anlässlich der Eröffnung der Messe Ambiente vom Rat für Formgebung verliehen. Dass jetzt erstmals eine Schrift mit dem Preis der Preise ausgezeichnet wurde, rückt die ansonsten eher wenig beachtete, aber elementar bedeutende Schriftgestaltung ins Zentrum der Designwelt. Frankfurt-Rhein-Main kann auf eine lange Tradition der Schriftherstellung zurückblicken. Heute entstehen bei Linotype in Bad Homburg Fonds für Kunden in aller Welt.
eine weitere Branche, in der sich die Augen der internationalen Kreativszene auf die Region Frankfurt-Rhein-Main richten.